zur Hölle ist bei mir irgendwer gerade im Haus und redet? Da ist irgendwer? Ich glaube, ich habe Covid. What the f*** ist das? Warum ist irgendwer in meinem Haus? Who's that Pokémon? It's no way for you! Ja, guten Morgen, ja. Müssen wir mal schauen, dass wir wieder RP reinkriegen heute, ne? Nachdem wir gestern ordentlich reingesackt haben. Feedcam. Bruder, ich habe Hobbitfüße. Ich habe Schuhgröße 50. Okay, wir starten mit einem Win. Ein Win ist immer AP Varus. Nein, Riot. Lass mich doch schreiben, welche Art von Damage ich mache. Riot, nein. Wunderschönen guten Morgen, Prinzessin. Entschuldigung. Also es gibt Leaks, man nicht sicher, wie vertrauenserweckend die sind, aber laut dieser Leaks werden Midlane Support Champions gespielt, die Jungler funneln. Also du pickst Graves oder Hecarim und du spielst Midlaner mit Support-Items und funnelst deinen Jungler. Ist das nicht Niski, Pigeon Owner, oder bin ich blöd? Das ist doch Niski, oder? Ist das Niski? Ja, ne? Pigeon Owner. Diesmal holen wir uns Proxas LP mit Apfelwaus. Come on, baby. Big money. Natürlich ist es unser Boy Niski. Also Proxa und Niski im Game. Let's go. Damage. Mr. Irelia. No, no, no zum Farm. Ja, sehr cool, wenn er mich jetzt covert, wenn die Elise kommt. Da ist er nämlich schon. Oh mein Gott, ich hätte fast wieder Q. Ich glaube, ich habe gar nichts falsch gemacht, aber ich schreibe einfach sorry. Ich glaube, nach oben hätte ich nicht flashen können, weil mich dann die Irelia killt, oder? Wenn sie eins von den Knockups, also das ist halt mit den Knockups, war halt so unlucky mit der Rexa, ne? Wenn eins von den Knockups durchgeht, dann sterbe ich nicht da. Warum zur Hölle ist bei mir irgendwer gerade im Haus und redet? Da ist irgendwer? Ich glaube, ich habe Covid. What the f*** ist das? Warum ist irgendwer in meinem Haus? Oh shit, er hat mich gehört. Ne, ich weiß schon, wer das ist. Haben ja nicht so viele Leute Schlüssel hier, aber... Komisch ist trotzdem, ha? Ey Leute, das ist so befremdlich, wenn da einfach irgendwer... The f*** is happening. Ne! Oh, zum Glück ist sie noch mal reingehüpft. Ich habe meine Arme gebrochen. Rek'Sai Kitten mit dem Movement, Elise ist Proxa, was? Orlane Kapitan ist Proxa? Das wusste ich ja nicht, ich kenne den ja kaum, ne? Orlane Kapitan, dass das Proxa ist, hätte ich persönlich nicht gedacht, Was ist denn hier los? Wir gehen vor der Türe weiter. Will ich doch nur zocken. Das raubt in deinem Haus alles weg. Leider habe ich noch kein Put up hier. Das wäre relativ wichtig für mich halt. Tatsächlich ist Apivarus hier später ziemlich cracked. Wir haben eine sehr starke Kalista. Wir sind stark dabei, unser Jungler ist solide dabei, Toplane solide. Also, das Game sieht actually sehr gut aus, würde ich sagen, für uns. Ja, jetzt ist das Zufall, ne? Oh mein Gott, das ist terrible. Oh mein Gott, das sind einfach 4 Männer. Wir können theoretisch jetzt den kompletten Mid-Turret nehmen. Ich glaube, wir sollten Wenn mit der Kalista spielen. Sie scheinen nicht den kompletten Turret zu nehmen, sondern nur 4 Platten. Oder sogar nur 3 Platten. Das wäre sehr, sehr free first turret gewesen für die, verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht, ob ich wollen. Wir wollen schon gewinnen. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, der ist schon sehr squishy, ne? Sollen wir mal probieren, den zu full rotaten? Oder DMF? Ja, der Boxer ist komplett am Smurfen schon wieder. Jedes Mal, wenn ich gegen den spiele, ist der komplett am Smurfen. Das ist echt crazy. Wird vielleicht von oben gleich kommen. Ich habe 5 Ulti, aber ich glaube nicht, dass ich gewinnen gerade. Wir wären für ihn noch, für ihn leider. Ich muss allerdings sagen, dass mir die Irelia sehr viel Hoffnung hat, weil der spielt ungefähr so wie ich Irelia.
Fritz Becker. Sehr gut, sehr gut. Bruxer will ja wieder competitive spielen, meinte er mal. Was heißt, also das ist deine feste Aussage, ja. Nee, come on. Wie viele Gigs denn noch, Bruxer? Wir waren doch immer Pulse. Ich glaube, es ist Zeit für den Exodia-Bild. Mit dem wir da nicht rechnen. Ich glaube, es ist Zeit für die Exodia, Leute. Wenigstens im vielleicht sollte ich auch diesen neuen Midlane-Playstyle spielen mal. Aber ich weiß nicht, ob man den in den Solo-Queue spielen kann. Aber ich denke, für NNO könnte der gut sein. Ich bin so gespannt, ob das heute Abend wirklich gezeigt wird. Oder ob das Fake-Leaks sind oder ein Scherz halt. Aber wenn das wirklich kommt heute, das wäre so cool. Das wird einfach zeigen, wie shit Midlane aktuell ist und wie stark Jungle. Denn was kommt? Support, Mitte, Funnel, Jungle. Also praktisch, du spielst einen Supporter Mitte und funnelst deine Ressourcen in deinen eigenen Jungler. Es gibt praktisch einen so World League, ich weiß halt nicht, wie ernst der ist, aber es gibt einen World League, da heißt es wohl, dass du das Supporter Mitte und dann wird Graves oder Gigarin gefunnelt. Ja, das geht irgendwie mit so einer besonderen Strategie, weil du ja dann Gold Penalty und so hast. Also da gibt es irgendeinen Trick, wie da gemacht wird. Die geultet die Irelia gerade. Ich habe wieder Ult. Ich kann sie, glaube ich, einfach töten trotzdem. Wenn natürlich alle da sind, dann hüten wir doch mal hier. Also. Das Mischchen. Oh. Den großen schnell wegnehmen. Oh nein. Ist jetzt Bruxer hinter mir. Na! Was ist denn hinter mir, Mann? Spiel ich jetzt denselben Bild wie immer oder gehe ich Rocket Build? Für die absolute. Komm, wir gehen mal für Hextech Rocket Build. Für den extra Dash. Wir haben sehr hart Winning Mitte. Das ist doch schon mal was wert. Wir machen gerade Nash, I guess? Watch this. Er hat getroffen, der muss sehr low sein. Wie viel HP hatte Bruxer da noch? Nach dem vollgechargten W. Wie viel HP hat er ja da noch? Und kein Kluftformer, weil ich diesen kleinen Dash gegen den Kukun möchte. Sobald ich Rabadons habe, sollte ich die Spinne squishen können. 106 HP hatte er. Boah, der Schade, ne? Let's go! Ich habe einfach den Nash für gekriegt. Das ist schon sehr insane, muss ich sagen. Dass ich ihn da fast gewonnen hätte. Hat aber auch gepanickt, Sonjas, ne? So verwendet man nicht Sonjas gegen Varus. That's not how you do it, guys. Jetzt haben wir sie. Der Kammerjäger ist da. Spinne down. Jetzt als nächstes schnappt sich der Kammerjäger das nächste Insekt. Bleib stehen! Also Rocket will. Fucking use this item. Ich hätte wieder Rocket Belt gehabt. Nein! Bruxer, ich. Hör auf hier, mich die ganze Zeit zu killen! Das wäre so ein insanes Varus-Game, ne? Wenn er sich die ganze Zeit killen würde. Immer der verdammte Curling-Captain. Aber wenigstens gewinnen wir trotzdem. Nur warum Rocket Belt? Weil ich den kleinen Dash wollte. Keine Ahnung, ich würde das einfach mal ausprobieren. Das ist noch gar nicht vorbei, ups. Ich weiß genau, dass du der Starspieler bist. Ja, aber ich hab einen Worlds-Spieler im Team. Ich hab einen Niski. Warum kippt er denn nicht Niski? Warum kippt er denn den armen AP-Varus? Die sind damit decent. Und jetzt noch die 50 Gold abcashen. Oh mein Gott. Ich dachte, der dritte Hit macht's, aber ich hab noch einen vierten gebraucht. Und da ist der Aatrox hin. Puff! Ne? Ich bin ein Zauberer.
Immer freitags. Das ist, sobald ihr diese drei Items habt auf Varus, macht das so einen Spaß, wenn ihr hitten dürft. Aber es ist halt immer die Frage, darf ich hitten oder nicht? Das ist die große, große Frage. Willst du sagen, Proxa hat gut gespielt? Ja, sicher hat er gut gespielt. Sein gesamtes Team ist runtergelaufen und er probiert zu 1v1. Da war schon sehr rough für ihn, muss man sagen, das Game.